Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dann darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen den EV Landshut. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches, Andreas Borgmann als Coach des EV Landshut und Rico Rossi, unser Head Coach. Das Ergebnis des Spiels war 2:1, das Ganze vor 3.327 Zuschauern, Strafzeit Kassel 6, Landshut 8. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Ein paar Worte zum Spiel, bitte. Guten Abend, gratuliere Kassel zum Sieg, hallo Rico. Zum Spiel, ich glaube, wir haben bis zum 1-0 für uns hervorragend gespielt. Wir haben die ersten zwei Drittel, glaube ich, 9 Schüsse gegen uns bekommen. Wir haben vielleicht auch nicht so klare Chancen gehabt, aber wir haben wenig hinten zulassen, wir haben gut vorgecheckt und haben hervorragend gespielt. Und beim 1-0 wir wollten das Spiel dann verwalten. Und das ist ein bisschen problematisch, wenn man ein Spiel verwalten will. Wir haben heute zum ersten Mal mit 4 Stürmen reingespielt. Und ich glaube, das haben wir gesehen, wir haben sehr, sehr gut gespielt. Und dann, wenn man sieht, wenn man das 1 den Ausgleich bekommen, der tut natürlich extrem wohl, wenn ein erfahrener Spieler 4 Meter vor dem eigenen Tor im Stand jemanden ausspielen will und verliert die Scheibe. Kassel hat Druck gemacht und haben verdient dann den Ausgleich geschossen. Und gut, das zweite Tor war vom Bulli weg. Kann passieren. Und dann haben wir eigentlich wieder angefangen zu spielen. Aber ich kann meiner Mannschaft keine großen Vorwürfe machen. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr gut gespielt. Bloß wir haben heute vergessen, dass wir das Spiel zu Ende spielen. Einen Job, wie wir die ersten 45 Minuten gemacht haben oder 41 Minuten. Und deswegen hat Kassel viel Druck dann auf uns gemacht. Und er verdient diese andere Sache. Auf alle Fälle hat Kassel 2:1 gewonnen und gratulieren noch. Ja, vielen Dank, Rico. Ein sehr ereignisreiches Spiel in allen Hinblicken. Dankeschön. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass das Spiel war sehr ausgeglichen. Wir waren keine großen Chancen von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben sich konzentriert und stabil defensiv gespielt. Keine großen Chancen von keiner Mannschaft. Special Teams von beiden Mannschaften waren gut, aber nichts die Unterschiede in dem Spiel. Und dann muss ich auch einen ganz großen Lob, nicht nur auf Kai Christian, in diesen Situationen drin zu kommen, aber auf die ganze Mannschaft. Wir hatten sehr ruhig reagiert an die Banker. Da war kein Panik, keine Hektigkeit. Die Mannschaft weiß, was die auch und Kai haben. Und das war vielleicht der Unterschied. Wir haben nicht weggebrochen nach der Torhüterverletzung. Wir haben auf unserem Plan geblieben. Wir haben sehr aggressiv gevorcheckt und wir haben gehofft und gekickt und gekratzt für unsere Tors. Das so war das Spiel heute. Der war kein schönes Tor. Keiner von den 3 Tors war schönes Tors. Die Landschuh-Tor war von einem Bulli, noch 3 Schlittschuhe von hinten aus dem Banda zu einem Spieler, der steht in die Torraum alleine. So. An unser Tors war genauso die gleiche Ding, von Bullies und so. Die Kleinigkeit war der Unterschied heute. Und das haben wir den guten Glück gehabt, diesen Kleinigkeit zu haben und die Unterschiede in dem Spiel zu machen. Ja, vielen Dank, Nico. Eine Frage noch zum Spiel. Du hast unter der Woche sehr viel die Special Teams trainiert. In der letzten Pressekonferenz hat sie gesagt, Special Teams, Special Teams, Special Teams. Wie zufrieden warst du mit deinen Special Teams? Ja, wie gesagt, wenn die Special Teams kein Unterschied ist in einem schlechten Weg, dann ist es ein guter Tag für Special Teams. Unser Unterzahl hat nichts kassiert. Schade, dass unser Unterzahl hat kein Tor geschossen, aber der hat die Scheibe sehr gut bewegt. Wenn wir merken nicht, dass die Unterschied in Special Teams ist, dann ist es ein guter Tag für Special Teams. Gut, kommen wir zu einem Thema, was wir logischerweise ansprechen müssen. Wir haben uns das logischerweise ein bisschen anders vorgestellt heute mit Mika Järvin und seiner Vertragsverlängerung zum Saisonende. Ja, es ist nun halt leider anders gekommen, so mussten wir es nach dem Spiel bekannt geben. Rico, hat eins die Szene selber, wie hast du die Szene gesehen? Foul ja, nein. Und was kannst du zur Verletzung von Mika sagen?
Ja, zu der Verletzung sage ich gar nichts, weil bis dass wir ein Arzt zum Kernspinnen alles wissen wir nicht hundertprozentig. Dennoch würde ich auch nichts dazu sagen, weil unsere Verletzung bleibt intern, nicht auswirkt. Zu der Mika-Situation mit der Vertragsverlängerung, wir haben viele Leute zu verdanken für das. Natürlich die Mannschaft, das hat sie super gespielt vor Mika und das hat ein sehr gutes Gefühl gegeben, hier zu bleiben. Natürlich die Zuschauer, das konnte sie nur eine Wort aus die Tribüne hören und das für Mika, für die letzten 6-7 Wochen, ein riesiger Lob zu dem. Und das spielt alles eine Rolle in seinen Entscheidungen. Und dann natürlich Joe Gibbs in die Familie Kim, das hat in die Background sehr akribisch und ehrlich Arbeit geliefert mit den Agenten und mit Mika selbst. Das war ein Team. Gewinn von oben bis unten. Und Fans und Sponsoren sind auch dabei in solchen Situationen. Das brauchen wir für eine Mannschaft, das wirklich braucht die Unterstützung in jede Ecke. So, vielen Dank, Rico. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann fasse ich die Ergebnisse der anderen Partien noch zusammen, sofern sie vorliegen. Eislöwen Dresden gegen die Lausitzer Füchse 2-6. ESV Kaufbeuren gegen die Ravensburg Tower Stars 3-4. Eispiraten Krimmitschau gegen den SC Riesersee. Das Spiel war noch nicht zu Ende. Im dritten Drittel stand es dort 1-1. Fischdampingwins Bremerhaven gegen Sportbund Rosenheim 0-1. Ebenfalls im dritten Drittel. Und dann noch zwei Endstände. Itzi Bad Nauheim gegen die Bietigheim Steelers 2-6. Und Löwen Frankfurt gegen die Heilbronner Falken 5-3. Unsere nächsten Spiele am Sonntag spielen wir um 18.30 Uhr in Ravensburg. Dann haben wir die Deutschlandcup-Pause. Wir spielen weiter am 14.11. in Kaufbeuren. Eine Minute brauche ich noch, das wäre unheimlich nett. Kurz, und dann machen wir weiter am Sonntag, 16.11. unsere Spielzeit, da fangen wir an. Die hinten kriegen es vielleicht nicht mitkommen um 18.30 Uhr. Wir hier vorne spielen aber schon um 17 Uhr gegen die Fischkampen mit Bremerhaven. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut in den Wochenende und in den Wochenende.